Gefühle. Ganz unterschiedliche Gefühle berühren sich an diesem jährlichen Treffen von Vertriebenen hier in der deutschen Hauptstadt. Und Bundespräsident Joachim Gauck hat in einer sehr ausführlichen, sehr langen Grußbotschaft zum heutigen Tage anrührende Worte gefunden, von denen ich Ihnen einen Teil auch weitergeben möchte. Er schrieb uns: Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dauerhaft in unserer vertrauten und liebgewordenen Umgebung uns einrichten können. Heimat kann von einem Tag auf den anderen untergehen. Und wie groß Hilfsbereitschaft und Solidarität auch immer sein mögen, der Schmerz über den Verlust der Heimat ist und bleibt groß und für Nichtbetroffene oft schwer nachvollziehbar. Die Heimat zu verlieren, so schreibt er, gehört zu den schlimmsten Ereignissen, die Menschen in ihrem Leben widerfahren können. Das millionenfache Leid und die Trauer der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen und ihrer Angehörigen wiegen umso schwerer, als sie ihre Heimat für immer verlassen mussten und ein Wiederkommen oder ein Wiederaufbau aus damaliger Sicht auf unabsehbar lange Zeit versperrt waren. Und er schreibt dann am Ende: Ein Verlust, der das Leben vieler von da an tief prägte und nicht selten bis heute nachwirkt. Er hat zu Recht, man trifft immer wieder auf Menschen, die traumatisch davon noch geprägt sind, davon gefangen sind. Weil das so ist, sind wir deutschen Heimatvertriebenen und die Aussiedler bis heute auch Mahner gegen Vertreibungen weltweit und stehen an der Seite der Vertriebenen von heute. Die 45 Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge, die aktuell weltweit heimatlos sind, sie haben unser ganzes Mitgefühl. Und eines möchte ich auch aus aktuellem Grund hinzufügen: Die Bürgerkriegsflüchtlinge, die sich hierher nach Deutschland gerettet haben, sie müssen anständig behandelt werden. Demonstrationen vor ihren Unterkünften sind zum Teil unerträglich. Die schlimmen Demonstrationen hier in Berlin gegen ihre Unterbringung waren unmenschlich und waren abstoßend. Das stelle ich ganz eindeutig fest. Wir wissen doch, was Heimatlosigkeit heißt, und wir wissen auch, was es heißt, unwillkommen zu sein und das zu spüren, dass man unwillkommen ist. Und darum werden wir als Bund der Vertriebenen auch immer wieder unsere Stimme erheben, dass Vertreibung niemals Mittel von Politik sein darf. In diesem Jahr haben wir ein Jubiläum begangen. Das Bundesvertriebenengesetz ist 60 Jahre alt geworden. Es hat in den letzten Jahrzehnten wesentlich dazu beigetragen, dass die Erinnerung an Schicksal und Kultur der Heimatvertriebenen und Aussiedler nicht erloschen ist. Um zu verstehen, was dieses Gesetzeswerk für Deutschland bedeutet hat, muss man ja einen Blick auf die damalige Situation hier im Lande in der Bundesrepublik Deutschland werfen. Bis zum Jahre 1950 fanden 8 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge in den westlichen Besatzungszonen Aufnahme. 4 Millionen lebten in Mitteldeutschland. Das Land lag weitgehend in Trümmern, war zerbombt. Die großen Städte waren Schuttberge. Und zu den Obdachlosen, zu den verarmten und hungernden hier lebenden Einheimischen, dann strömten auch noch ab 1944 Millionen und Abermillionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene aus ganz Mittelost- und Südosteuropa hier hinein. Ohne jede Habe, heimatlos, verzweifelt und mit der festen Hoffnung im Herzen auf Rückkehr. Sie wollten ja eigentlich gar nicht hier bleiben, sie wollten gerne in die Heimat zurück. Die Eingliederung so vieler, teils seelisch und auch körperlich verwundeter und erschöpfter Menschen
Das schien nach 1945 nahezu unmöglich. Und Konrad Adenauer, der große Bundeskanzler der ersten deutschen Legislaturperiode, war sich dessen sehr bewusst. Und zu Beginn seiner Kanzlerschaft 1949 stellte er fest, ehe es nicht gelingt, den Treibsand der Millionen von Flüchtlingen durch ausreichenden Wohnungsbau und Schaffung entsprechender Arbeitsmöglichkeiten in festen Grund zu verwandeln, ist eine innere, stabile Ordnung in Deutschland nicht gewährleistet. In der Aufnahme und auch in der Eingliederung dieser riesigen Menschenmasse sah er eines der drängendsten Probleme der jungen westdeutschen Demokratie. Dieses Bundesvertriebenengesetz, das jetzt 60 Jahre alt geworden ist, hatte und hat immer noch den Sinn, den Vertriebenen einen angemessenen Platz in der hier heimischen Gesellschaft zu gewährleisten und das Kulturerbe dauerhaft zu sichern. Aber bis zu dieser Verabschiedung 1953, da hat es wirklich harte Debatten und es hat heftigste Kontroversen gegeben. Es war eine schwere Geburt, eine sehr schwere Geburt. Es wurden Paragraph um Paragraph abgestimmt, wechselnde Mehrheiten kennzeichneten die Abstimmungsergebnisse, Unruhe und heftige Auseinandersetzungen bestimmten das Klima. Und als das Gesetz nach diesen quälenden Debatten endlich verabschiedet wurde, da ahnte wohl kaum jemand, dass es eine der wesentlichen Grundlagen für einen der stabilsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Staaten der Nachkriegszeit in Europa werden würde. Und wichtig war natürlich auch, die Heimatvertriebenen, wir Heimatvertriebenen waren von Anfang an eine konstruktive Kraft beim Aufbau des neuen Staatswesens. So wie es auch in unserer Charta von 1950 ja versprochen worden ist, wo steht, wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Das zeigte sich nicht nur in der Bereitschaft, mit Tatkraft und mit Energie am materiellen Aufbruch mitzuarbeiten, sondern auch daran, wie schnell die Vertriebenen sich politisch in die großen Volksparteien integriert haben und mitgestalten wollten. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass bis zum heutigen Tage alle Präsidenten des Bundes der Vertriebenen Bundestagsabgeordnete gewesen sind. Das muss nicht immer so bleiben, aber es ist ein Zeichen dafür, dass politisches Engagement gewollt war von den Vertriebenen, zu sagen, wir wollen einfach mitmachen, wir wollen dieses Land mitgestalten. Eines der wichtigsten Regelungsgebiete in dem Gesetz war und ist der Bereich von Kultur und Forschung. Und er berührt in ganz entscheidendem Maße die Identität der Heimatvertriebenen und ist weit darüber hinaus aber elementarer Teil gesamtdeutschen kulturellen Erbes. Unser kulturelles Erbe gehört nicht nur uns, den Vertriebenen. Es ist unverzichtbar für das gesamte deutsche Kulturleben. Und mit diesem Gesetz haben Bund und Länder 1953 die Verpflichtung übernommen, das kulturelle und historische Erbe der ehemaligen deutschen Ostprovinzen sowie der historischen Siedlungsgebiete in Ost-, Mittelost- und Südosteuropa zu sichern und zu bewahren und auch fortzuentwickeln. In diesen Gebieten befinden sich Zeugnisse deutscher Kultur von unschätzbarem Wert. Sie müssen für kommende Generationen im In- und Ausland erhalten werden. Dieser gesetzliche Auftrag beruht auf der damaligen Erkenntnis, die bis heute trägt, dass es ein einheitliches, ein gemeinsames kulturelles Fundament gibt, und es verdeutlicht, dass das Kulturgut der Vertriebenen auch eine gesamtdeutsche Aufgabe, eine Herausforderung ist, ein unverzichtbarer Teil unserer Identität hier in Deutschland und zwar des ganzen deutschen Volkes.